Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 3 Into the Future unserer Milky Way WG. Ja, leider konnte ich bisher das Problem mit der Zukunft noch nicht reparieren. Ich habe noch keine Ahnung, woran es liegt. Aber das macht ja auch nichts. Da müssen wir halt hier irgendwie weitermachen. Aber wir müssen auch mal gucken. Mir wurde geschrieben, dass die Layla ins Krankenhaus muss. Da habe ich natürlich wirklich überhaupt nicht drauf geachtet. Deswegen sollten wir sie echt schleunigst mal ins Krankenhaus schicken, damit sie sich da behandeln lassen kann. So, das hätten wir dann schon mal gemacht. Und da müssen wir echt gucken, dass wir mit den ganzen Leutchen hier was machen. Damit die alle mal wieder zufrieden sind. Weil im Moment sind sie nämlich alle sehr unzufrieden. Und ja, wir müssen auch mal hier gucken, ob wir vielleicht die Zutaten für diesen Trank her zusammenbekommen. Damit wir Nozomi so einen Trank machen können, dass sie nicht anfällig ist für die Sonnenstrahlen. Dann glitzert sie. Oh je, die Rechnungen müssen auch noch bezahlt werden. Ach herrje, wir haben so viel zu tun, so viel zu tun. So, die Kinderchen sind in der Schule, die können erstmal neue Freunde finden. Du auch? Ab in die Schule mit dir? Ja, lass dir Zeit. Ganz gemütlich kannst du dahin schlendern. Du könntest dich natürlich auch ein wenig beeilen, aber lass dir Zeit. Meine Güte. So, okay, du kannst auch ein paar neue Freunde finden. Irgendwas ist gerade schon wieder kaputt und hier hopst ein Reh. Oder was bist du? Hopp, 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 hopp. Ich glaube, das ist ein Hirsch. Ein Herschelhirsch. Ja, was hüpfst du denn hier so? Ist ja merkwürdig. Ah, da sind wir auch schon. Und wir wollen den vampirischen Sonnenschutz. Dafür brauchen wir immer noch ein beliebiges Metall. Und das fehlt auch immer noch. Wir könnten ja mal irgendwo im Laden gucken gehen oder so. Ja. Im Laden gucken gehen. Irgendwo hatte ich ja hier diesen Elixierladen aufgebaut. Vielleicht kann man da ja rein zufälligerweise auch ein paar Steine kaufen. Huch, ich habe den ja zweimal hier, sehe ich gerade. Hihi. Naja, oder wir gucken vielleicht mal, falls es das hier gibt, auf diesem Schrottplatz. Vielleicht kann man da ja auch Metalle finden. Wenn es einen Schrottplatz gibt, natürlich. Unter den Umständen, also scheint jetzt kein zu geben. Oder ich finde ihn einfach nur wieder mal nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal hier zu diesem Elixierladen. Was ist das? Ah ne, das ist nur so ein Park. Wir fahren jetzt erstmal dahin. Und bist du schon... Ach so, ja, sie fliegt mit dem Besen. Mit dem langsamsten Besen der Welt. Fliegt sie herum und ja. Naja, gut. So, hier fahren wir jetzt auf jeden Fall hin oder fliegen wir hin. Und dann müssen wir mal schauen, ob die vielleicht etwas für uns haben. Es könnte ja sein. Wenn nicht, dann nicht. Aber in der Zeit gucken wir dann erstmal. Layla ist noch im Krankenhaus. Nee, du bist gar nicht im Krankenhaus. Bist schon wieder zu Hause. Bist schon wieder raus. Ja, meine Güte, das ist ja was. Dann kannst du ja mal hier in die Festhalle gehen und das Frühlingsfest besuchen. Und komm, du kannst auch mal das Frühlingsfest besuchen. Und Jason, du auch. Ach nee, du nicht. Du bist am Arbeiten. Was machst du? Hör auf, daran rumzuarbeiten. Das ist Jasons Aufgabe. So, wir sind am Frühlingsfest angekommen und nachher werden wir auch mit allen hier sein und werden eine Gruppe bilden oder so. Und ja, Layla, du kannst jetzt erstmal hier. Genau. Benutzen. Das wird doch lustig. Mal gucken, was uns der Kasten sagen wird. Du wirst deine Liebe niemals finden, obwohl du sie schon hast. Egal. Was sagt er denn? Leidenschaftlich, so schön dein Körper auch ist, bildet er doch nur eine unzureichende Hülle für deine brennende Leidenschaft. Aha. Ach, guck mal, jetzt könnten wir das auch hier benutzen mit Nozomi. Die beiden. Okay. Bin ich mal gespannt. So, was kommt da jetzt raus? Leidenschaftlich, jede Sekunde mit euch beiden ist ein Gedicht, jeder Kuss von euch ein Lied. Ui, ui, ui. So viele Komplimente hier, das ist ja Wahnsinn. So ein bisschen Rollschuhlaufen könnten wir auch. Rollschuhlaufen.
So, okay, Nozomi, du kannst auch mal mitlaufen. Dann könnt ihr gleich vielleicht zusammen Rollschuh fahren. Und Lilly stellt sich erstmal hier hin und ist am Tanzen. Ja, schon klar, schon klar. So, okay. Layla ist schon am Rollschuhfahren, das ist gut. Ja, super. Hä, Nozomi, das ist ja tolles Rollschuhlaufen, was du da machst. Ganz ehrlich, ganz toll, ganz klasse. Aber ja, ich glaube, das ist so der Nachteil von Supernatural. Wenn man Vampir oder auch Fee ist, dann benutzen die die Rollschuhe nicht mehr oder die Schlittschuhe. Die rennen halt einfach nur noch wie bekloppt durch die Gegend. Aber na gut. So, wir schauen jetzt mal eben bei Mara. Denn die ist ja hier schon im Laden angekommen und macht hier wieder ihren Boogie-Woogie oder was weiß ich. Und jetzt durchstöbern wir einfach mal hier den Laden und gucken mal, was wir kaufen können. Vielleicht können wir auch einfach so ein Sonnenschutzding mal kaufen. Das wäre ja auch ganz praktisch. Hallo, mach doch mal. Hör auf, den Schlambala zu tanzen und geh an die Kasse. Kasse, Kasse, los. Dass ich euch immer so treten muss, dass ihr mal was macht. Echt furchtbar. So, okay. Dann zeigt mal her die Liste. Ja, zeigt mal her. Bitte, bitte, bitte. Der hat nichts mehr, der schüttelt den Kopf. So, okay, was hat er denn hier? Ein Stück Eisen hatte er. Ich glaube, das würde sogar gehen, oder? Keine Ahnung. Viole voll starker Freude. Der Erleuchtung. Starkes Melancholie-Serum. Aha. Abgefülltes Feenglück. Ich glaube, dadurch kann man dann... werde die Fee, die du schon immer sein wolltest. Ja, komm, sowas kaufen wir mal. Einfach so. Rezeptbuch für Jungbrunnen. Rezeptbuch für starke Persönlichkeitsanpassung. Jobaufschwung. Aha. Ja, komm, das nehmen wir auch mal mit. Und das nehmen wir mit. Hier den Steinwerferpilz nehmen wir mit. Wir kaufen ihm jetzt den ganzen Laden leer. Fortpflanzungselixier. Aha, okay. Ja, das brauchen wir bestimmt auch mal hier. Das kaufen wir auch. So, was noch? Heimlinge, Bienenwachs. Warum nicht? Können wir alles in die Tasche stopfen. Ach, und die nehmen wir auch noch direkt mit. So. Sonst noch was? Eigentlich? Nö. Okay. Objekte kaufen und dann ab mit uns zurück nach Hause. Und dann wollen wir da mal gucken. So, Layla. Ihr seid hier immer noch am Rumflitzen. Moment, ich muss mal kurz auf Pause machen. Yay, sieht doch total stark aus hier. Die Frage ist ja, jetzt könnte man mit Nozomi zusammen drehen mit... Nee, das geht nicht. Also man könnte noch nicht mal mit Nozomi zusammen dann da Rollschuh fahren. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber okay. Aber immerhin ist hier voll die Partystimmung. Yay! Dein Lehrer hat dich damit beauftragt, ein paar wichtige Papiere ins Rathaus zu bringen. Okay. Das machen wir. Sofort nach der Schule machen wir das. Und jetzt gehen wir zurück mit Mara nach Hause. Was hat sie denn jetzt? Übers Ohr gehauen. Sims hassen es, zu viel für ein minderwertiges Objekt auszugeben. Ach, stell dich nicht so an, wir haben genug Geld. Meine Güte, die stellt sich aber auch an. Ist ja nicht zu fassen. So, und was macht unsere kleine süße Dämonia? Ja, ihr habt mir ja ein paar süße Namen geschrieben, aber viele von euch haben auch gesagt, nein, lass das Kätzchen Dämonia heißen, der Name ist so cool. Und ja, ich finde es persönlich auch, ich finde den Namen Dämonia einfach unglaublich cool für so eine Katze und gerade passend zur Hexe Mara natürlich. Und dementsprechend lasse ich den Namen auch wirklich. So, jetzt einmal hier unser Tierchen ein bisschen Leckerchen geben und vielleicht einmal kurz, kann man nicht einfach nur mal streicheln oder so? Hand beschnüffeln lassen, machen wir halt das. Und dann gehen wir natürlich oben und fangen an, hier voll die Rezepte zu machen. Die Elixiere meine ich. Nicht die Rezepte, die Elixiere. Wir machen voll die Elixiere hier. Und schauen direkt mal wieder, Jason, was machst du eigentlich? Du bist noch am Arbeiten. Und Lilly, du bist wahrscheinlich immer noch hier am Dancen ohne Ende. Nee, doch nicht. Du könntest doch mal Eier suchen. Eier suchen. So, Nozomi, du auch. Eier suchen. Ja, Moment, wir wollten vampirischen Schutz, Sonnenschutz machen. So. Oh, ihm geht's aber gar nicht gut. Er ist ja total müde.
Dann penn doch ein bisschen im Unterricht schlafen. So, schlaf doch ein bisschen. Warum nicht? Ist doch egal. Meine Güte. So, und was haben wir hier? Hart arbeiten, neue Vorgehensweise vorschlagen. Ja, das machen wir jetzt auch mal. Und dann geht's zurück zu Mara und dann schauen wir mal, ob das Elixier fertig ist. Na, sieht ja noch nicht so aus. Noch ein paar Kräuterchen hier und ein paar Kräuterchen da. Und dann dies noch und jenes noch und... Was hat sie denn da? Scheußlichen Kuchen hat sie im Gepäck. Naja, egal. Wieso regnet das eigentlich? Ist doch Frühling. So, schön rumrühren. Ja, nee, ist klar. Ein Relikt aus Ägypten oder China zur Schule. Schon klar. Vergiss es. Oh, wurde da etwa jemand befördert? Jason, die Legislative ist ja gut und schön, aber so richtig Spaß macht der Polizirkus. Doch erst in der Exekutive. Bla, bla, bla. So, wenn wir noch so weitermachen, werden wir noch Bürgermeister von dieser Stadt. Und wir haben dieses Elixier anscheinend gerade hergestellt. Yay, vampirischer Sonnenschutz. Dann mal auf, ab dahin, wo Nozomi ist. Dann wollen wir ihr das auch direkt mal geben. Die ist hier immer noch am Rollschuh fahren. Oh mein Gott. Und Layla auch. So. Okay, dann wollen wir auch mal hier hinfahren. Hier hingehen. Und er macht auch da seinen Robo-Style. Yay, Robo. Yay, Robo. Und Lilly macht gar nichts mehr. Die steht einfach nur hier rum und wartet auf Layla. Klappernde Zähne? Nein, du solltest Eiersuchen machen. Eiersuchen. So, Eiersuchen. Oh, da hat jemand die Olle geküsst. Ist ja lustig. Der Ritt auf einem Besen ist die einzig wahre Art zu reisen. Wieso reist du denn auf einem Besen? Hä? Hast du denn einen Besen? Weiß ich nicht. Müssen wir gleich nochmal gucken. Papiere, Hausaufgaben. Merkwürdig. Sie ist ja, glaube ich, gar keine Fee. Sie ist ja gar nichts. Sie ist ein ganz normales Kind. Naja, gut. Obwohl, vielleicht ist sie ja doch eine Hexe. Stimmt ja. Es kann ja sein, dass sie eine Hexe ist. Das wäre ja cool. Ist sie eine Hexe? Unsere kleine Penelope. So, okay, Penelope, du kannst jetzt nach Hause marschieren. Oder nach Hause fliegen. Wir werden das jetzt genauestens beobachten hier. Und, Tatsache, sie hat einen Besen. Alles klärchen. So, und wir werden jetzt hier zum Frühlingsfest rüber marschieren. Ja, alle werden nass, weil es mal wieder regnet. Hier scheint einfach nie die Sonne. So, und du kannst dir auch mal einen Knutscher abholen hier. Um Kuss bitten. Auch wenn das immer Geld kostet hier. Nein. Moment, was war das? In einer Kusskabine einen Kuss bekommen. Ja, das kriegen wir hin. Und dann können wir ja noch ein Grußkartenfoto machen mit. Nein. Mein Gott, wie viele Leute rufen denn da immer an? So. Okay, mit denen allen werden wir dann noch ein schönes Foto machen. Jetzt hat die doch keinen Kuss abgeholt, ne? Naja, egal, dann machen wir das gleich. So, und Penelope, du musst natürlich Hausaufgaben machen, ist ja klar. So viel Zeit muss sein. Hausaufgaben machen mit Victor. So, die beiden können zusammen Hausaufgaben machen. Jason, was rennst du hier eigentlich so rum, hä? Benutz doch mal das Parfüm hier. Parfüm ausprobieren. Ah, ich glaube, das muss ich auch noch aufstellen wieder, ne? Unsere kleine Glasfabrik hier. Oh, das Auto sieht ja schon gar nicht mehr so schlecht aus hier. Also es wird so langsam, man erkennt es wieder als ein Auto. Eieiei, jetzt ist ja aber Weltuntergangsstimmung. Gut, dann würde ich einfach mal sagen... Oh, hier haben wir ein Grußkartenfoto. Yay, dann würde ich einfach mal sagen, wie das Ganze weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part. Bis dahin, tschüssi.